Wir sind heute in Salzgitter bei Alsdom. Wir waren vor 2 Wochen schon mal vor Ort und haben uns die Züge im Rohbau angeguckt. Und die Entwicklung ist einfach wahnsinnig, wie schnell das jetzt geht. Im Werk wird an allen Ecken fleißig geschraubt und die Drehgestelle werden auch schon auf die Wagenkästen gesetzt. Wir haben den Wagenkasten für Bentheimer Eisenbahn komplett aufgesetzt, also geaxt und verheiratet. In dem Moment, wo der Wagenkasten halt geaxt ist, ist er fahrtüchtig, wird verschraubt, die Luft wird angeklemmt, Elektrik wird angeklemmt, er wird eingestellt und ist dann voll fahrtüchtig. Wir befinden uns hier in der Inbetriebnahmehalle. Hier werden quasi alle statischen Prüfungen der Fahrzeuge durchgeführt. Fahrzeuge für die Bentheimer Eisenbahn. Wir haben jetzt speziell WLAN und auch USB-Steckdosen und auch andere Steckdosen zum Handyladen. Heute befinden wir uns in der finalen Inbetriebnahmephase für das erste Fahrzeug im Projekt Bentheimer Eisenbahn. Im Rahmen der Inbetriebnahmen, sowohl der statischen als auch der dynamischen, werden wichtige Funktionen des Fahrzeugs getestet und entsprechend protokolliert und die Funktion des Fahrzeugs abschließend hergestellt.